Hallo Freunde, ja, Mitte, Ende November, vierte Teil der Corona-Videos, weil ich im Frühjahr nicht fertig gekriegt habe. Thema heute ist Biologie und da speziell Verhalten, also die Ethologie und was das mit uns und unseren Hunden zu tun hat. Ich weiß, von Lerntheorien hat immer jeder irgendwie mal was gehört, ne, dass man ein Leckerchen gibt, wenn er was gut macht. Aber mit der Biologie, das ist immer, weiß ich aus Erfahrung, ist immer ein schwieriges Thema, das zu verstehen, weil die wenigsten Leute haben in der Schule Biologie gehabt, bis und wenn Biologie, dann keine Verhaltenssachen. Dann hier so Zitronensäurezyklus und so ein Scheiß, alles, aber so Verhaltenssachen meistens nicht. Auch noch nicht mal am Leistungskurs am Gymnasium, was ich persönlich irgendwie schade finde. Aber egal, ist nicht Thema. Thema ist heute Verhaltenssachen beim Hund. So, und das erkläre ich euch, diese vielen Begriffe, die damit zu tun haben, am Beispiel des Jagens. Ich weiß, es gibt Trainerkollegen, die verdienen sich eine goldene Nase damit, dass sie ein ganzes Wochenende Seminare machen zu dem Thema, Anti-Jagd-Training, Jagdersatztraining, wie das ganze Zeug alles heißt. So. Ja, kann man machen, aber zwischen Geld verdienen und gierig werden sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann euch da jetzt in den nächsten paar Minuten erkläre ich euch das, wie das so mit dem Jagen irgendwie funktioniert und wie das relativ einfach unter Kontrolle zu kriegen ist. Weil schon die Idee, im Hund das Jagen abzugewöhnen, ist Quatsch. Erinnert euch, ein Hund ist ein Wolf ist ein Hund, ne? Sie biblisch und kreuzbar, mischbar, ist eine selbe Pott, eine selbe Gattung, Canis Lupus. Deswegen ist das Quatsch, ein Raubtier die Jagd abgewöhnen zu wollen. Versuch mal einen Wolf, einen Löwen, einen Tiger die Jagd abzugewöhnen, wird nicht funktionieren. So ist das mit dem Hund auch. Und das nächste Frühjahr kommt bestimmt und zuverlässig wird dann auch wieder irgendwo stehen, dass Hunde oder ein Hund oder mehrere Hunde irgendwelche Rehe zu Tode gehetzt haben. Ja, das wird ein Wolf nie tun und das machen nur satte Hunde. Ein hungriger Hund käme nie auf die Idee, Rehe zu Tode zu hetzen. Machen die nicht. Ja, großes Wundern, erkläre ich. Fangen wir einfach mit den einfachen Sachen an. Der Wolf ist der Selbstständige, so wie ich, und der Hund ist der Beamte. Ja? Der Beamte hat immer Geld. Der kriegt jeden Monat sein festes Geld auf dem Konto, der kann halt runter überziehen, ist egal. In dem Moment, wo man Beamter wird, geht es mit 25 zur Bank. Die Bank sagt, super, wie viel Geld willst du haben? Weil die Bank weiß genau, die nächsten 50 Jahre gibt es Geld. Ich als Selbstständiger, wenn ich Geld von der Bank haben will, dann sagen die, okay, Sicherheiten, dies und jenes. So einfach ist das für mich nicht. Und ich kann nicht jedes Monat mein Konto auf Null setzen. Geht nicht. Denn ich weiß ja nicht, was ich nächsten Monat verdiene. Oder wie viel ich verdiene. Oder ob ich mal krank werde oder mal ausfalle, oder wie auch immer. Weiß ich alles nicht. Und so ist das mit den Hunden und den Wölfen auch. Der Hund, der immer genug zu fressen hat, Futter zu Hause stehen hat, Futter zur freien Verfügung hat, der kann seine Energie verschwenden bis zum Exzess, der kann stundenlang da Dreh hetzen bis zum geht nicht mehr, weil er weiß, er hat in der Vergangenheit immer genug zu essen gehabt und er weiß, wenn er heute Abend nach Hause kommt, der kriegt auch wieder was zu fressen. Der Wolf nicht. Das heißt, der Wolf rennt los, stellt fest, Dreh ist zu schnell, brichtet ab, sucht sich eine leichtere Beute. Wölfe verschwenden da keine Energie, was das betrifft. Deswegen müssen Hunde wieder zurück zum allerersten Video mal für Futter arbeiten. So, und die Auslösbarkeit von Verhalten oder dass Hunde überhaupt generell jagen, das ist ein sogenannter AAM, ein angeborener Auslösemechanismus. Bedeutet, alles, was sich vom Hund schnell wegbewegt, ist potenzielle Beute und animiert die Hunde spontan hinterher zu laufen. Kaninchen, Fahrradfahrern, Joggern oder sowas, alles Schmetterlinge der eigenen Blätter, bei Welpen zum Beispiel. Und es ist mein Job als Hundehalter, dem klar zu machen, keine Jogger, keine Fahrradfahrer, keine Kaninchen, aber Stöcke, Bälle, Leckerchen oder wie auch immer. Wobei Stöcke und Bälle, das ist nur, habe ich jetzt nur so gesagt, keine Stöcke, keine Bälle, ist auch Quatsch. Weil Stöckchen welchen schmeißen, bergen Verletzungsrisiko, gerade Stöcke, Bälle, insbesondere keine Tennisbälle. Aber das Problem ist, der Hund kann ja nie die Endhaltung vollziehen. Der Hund kann nicht töten, der Hund kann nicht fressen, weil Stöcke, Bälle machen nicht satt. Deswegen ist es sinnig, das mit Leckerchen zu machen. Das heißt, Hunde, die jagen der Wildern, futtern ab weg, die einfach mal, sag ich mal, und weiß ich nicht, 5 Tage hungern lassen und dann anfangen. Eine Beutespielgeschichte, Leckerchen rechts, links, die müssen hinterher rennen, die müssen auch sehr viel Energie aufbringen, um mal was zu fressen zu kommen. Na, das heißt nicht, dass die Hunde nie wieder jagen, nur damit minimiere ich die Wahrscheinlichkeit des Jagens auf echte Beute, ne? Weil man das Jagen auf echte Beute dann gleichzeitig unter Hemmung setzt. Ja? Leckerchen rechts, links, ne? Finger nach unten für Kommando hier. Und dann läuft das relativ gut. Und wenn die Hunde das sehr gut können, dann kann man zum Beispiel in Wildparks, hier zum Beispiel in Duisburg, beziehungsweise in Oberhausen, ist das der Kaisergarten, da gibt es halt nur einheimische Tiere, Rehe, Wildschweine,
beziehungsweise auch so was wie Schafe. Und dann kann ich in Anwesenheit natürlich mit einer Sicherung, Schleppleine dran oder wie auch immer, natürlich in Anwesenheit echter Beute mit Beutespiele machen, dass der Hund die echte Beute ausblendet, die sich nur auf mich fixiert. Und dann kriegt er das relativ gut unter Kontrolle. Verbieten hat keinen Sinn. Okay, gut. Dieser AAM, dieser angeborene Auslösemechanismus, der wird bei den meisten Hunden, oder auch bei Menschen ist das so, entwickelt sich zu einem EAM. Das heißt, der angeborene Auslösemechanismus wird durch Erfahrung ergänzt und modifiziert. Das heißt, die Welpen lernen sehr schnell, der Schatten ist immer dabei, Schmetterlinge bringt es nicht, Stöckebälle ist auch sinnlos, die lassen das irgendwann. Der wird also durch Erfahrung ergänzt und modifiziert. Und dann gibt es da den erworbenen Auslösemechanismus, der tut aber jetzt hier nichts zur Sache, zu der ganzen Geschichte. So, ne? So, und auch wenn ich jetzt so Anti-Jagd-Training mache mit meinem Hund oder Jagdersatztraining mache mit meinem Hund, kann das natürlich immer wieder passieren, dass der Hund dann trotzdem mal irgendwie jagt oder will. Das ist ja kein Allheilmittel dafür. Und dass mein Hund manchmal jagt und dann manchmal einfach mal nicht jagt, das hat was mit dem Schwellenwert und der Latenzzeit zu tun. Latenzzeit ist der Begriff dafür, für die Zeit, die verstrichen ist für das letztmalige Auftreten der Handlung. Also Latenzzeit bedeutet die Zeit, die verstrichen ist vom letztmaligen Auftreten der Handlung. Ein Hund, der jetzt oder ein Raubtier, was jetzt im Hirn heute jetzt gerade eben jetzt Beute gemacht hat, der wird wahrscheinlich das Reh in 100 Meter Entfernung in Ruhe lassen. Auch in 20 Metern, 50 Meter Entfernung. Wieso? Weil er ist satt. Warum soll er aufstehen und jetzt jagen? Das machen nur Menschen, möglichst viel Geld scheffeln. Ein Raubtier käme da nicht auf die Idee. So. Nach 12 Stunden Hungern wird er da drehen, was vielleicht jetzt so in 2-3 Meter Entfernung ist, wahrscheinlich jagen, aber wenn 100 Meter Entfernung ist, wahrscheinlich noch in Ruhe lassen. So, ne? So, und je hungriger er ist, desto höher ist seine Bereitschaft zu jagen, auch weiter entfernte Beute, ne? Weil die Latenzzeit immer enger ist. Oder auf Menschen übertragen, ich habe einmal Sex, ne? So jetzt im Hier und Heute, ne? Und dann dauert das so 2, 3, 4, 5 Tage, ne, von Individuum zu verschieden, bis sich wieder eine gewisse Erregung aufbaut und ich dann wieder Sex haben will oder sowas. Das ist die Latenzzeit, die Zeit, die verstrichen ist vom letzten Auftreten der Handlung. Und je länger die Zeit ist, die Zeit, die verstrichen ist, desto leichter ist das Verhalten auslösbar. Und je kürzer die Zeit ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten wieder ausgelöst wird. Latenzzeit. Und der hat was mit dem Schwellenwert zu tun. Das heißt, das ist ein Wert, der erreicht werden muss, damit ein Verhalten auch erstmal ausgelöst wird. Beispiel, das werde ich auch mal meinen Leuten immer beim Beratungsgespräch so erzählen, zumindest Leute, die halt Hunde haben, die jagen wildern, ist ja, dass ihr jetzt Liter Kaffee-Intus habt, weiß ich nicht, sehe ich nicht, keine Ahnung, ne? Blase ist voll und meldet, geh pinkeln. Ist aber spannend, weil ich da bin, wir unterhalten uns, also drückt man das Gefühl weg. Und irgendwann, ne, ist das so übermächtig, dann wird dieser Schwellenwert erreicht, wo man dann sagt, ah, ich muss jetzt dringend auf Klo, ne? So, dann, erst dann in dem Moment wird Verhalten ausgelöst. In dem Moment kann ich Verhalten erst auch beobachten, beschreiben und letztendlich auch bewerten. Deswegen gilt, oder auch so ein schöner Merksatz, sich nicht zu bewegen bedeutet nicht, sich nicht zu verhalten. Also nochmal, sich nicht zu bewegen bedeutet nicht, sich nicht zu verhalten. Denn nur wenn der Hund jetzt immer sitzt und sich dann guckt, die Gegend anguckt, heißt das nicht, dass der Hund kein Verhalten zeigt. Natürlich hat der Hund Verhalten. Ne? Und wenn man dann mit der Nachbarin quatscht, oder mit dem Nachbarn quatscht, da kommt sein Feind, dann der Hund sitzt neben einem, guckt, der Feind nähert sich, kommt näher. Und irgendwann wird der Schwellenwert unterschritten, oder die Individualstanz wird unterschritten, ne? Und dann boah, schießt der Hund dann los, und dann baut man seinen Hund an, ey, was ist denn da, lass das rein. Ja, weil sich nicht zu bewegen bedeutet nicht, sich nicht zu verhalten. Wichtig. Okay? Latenzzeit. Schwellenwert, angeborene Auslösemechanismen. Ne? Das sind die ganzen Punkte, die wichtig sind. Und wenn man das halt im Zusammenspiel bringt, dann kriegt man relativ gut unter Kontrolle die Sache mit der Jagerei bei Hunden. Wichtig, ja, man kann dem Hund das Jagen nicht verbieten, man kann dem Hund das Jagen auch nicht abgewöhnen, man kann das nur in Bahnen lenken, was einem genehm ist. So, und wenn wir gerade noch bei dem Jagen sind, es gibt ja immer diese Sache, dass dann Wölfe ist ja nah, so viele haben wir noch nicht in Deutschland, aber hier so Füchse oder so Mythen, Fuchs bricht den Hühnerstall ein, tötet alle Hühner, frisst aber nur eins oder zwei, ne? Oder Kaninchen oder wie auch immer. Ja, das nennt sich als Fachbegriff Surplus-Killing, weil Verhaltenssachen funktionieren immer nach dem bestimmten Muster. Also jetzt zum Beispiel Jagen, das heißt aufspüren, verfolgen, töten, und fressen von Beute. Ne?
So, und das läuft in diesen Schritten ab, die man natürlich noch weiter separat unterteilen kann. Problem ist, der Fuchs bricht jetzt irgendwo ein, tötet ein Kaninchen oder ein Huhn, aber die anderen Hühner sind eingesperrt, die können nicht weg. So, das heißt, die Anwesenheit der Beute ist für das Raubtier ein sogenannter motivierender Reiz. Das heißt, er hält den Vorgang des Tötens in Gang. Und erst wenn alles tot ist und sich nichts mehr bewegt, dann kann das Raubtier, der Fuchs, der Wolf, der Bär oder wer auch immer, erst den nächsten Schritt machen, nämlich das die Fressen von Beute. Ja, deswegen sind das keine blutrünstigen Killer oder wie auch immer, das ist einfach Biologie. Deswegen, es gibt motivierende Reize, die ein Verhalten auslösen oder in Gang halten. Und es gibt richtende Reize. Ich klingelt jetzt an der Tür und ich drehe mich da um, das heißt, ne, ich gehe zu dem Objekt hin, wo halt das Geräusch herkommt. So, ne? Das heißt, ich verändere meine Lage im Raum. Ne? Bei Vögeln dreidimensional, ich gucke in die Richtung, was ist da. Oder halt, wenn das Gefahr ist, flüchte ich, ne, weil ich irgendwie nicht umgebracht werden will von dem Tiger oder sowas. So, ne? Richtende, motivierende Reize. Und daher kommt diese So-Plus-Skilling-Geschichte, dass Hunde oder Raubtiere halt ne, alles töten und nichts fressen. So, kurz überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Nö, war jetzt gar nicht so lang, ne? Viertelstunde. Erklären, warum Hunde jagen und wie man das relativ gut in den Griff bekommt. Dafür muss man jetzt nicht ein ellenlanges Wochenendseminar machen und dafür Geld für bezahlen. Man muss es einfach nur machen. Was auch damit so zu tun hat, ist auch zum Beispiel dieses Giftgütertraining oder Anti-Giftgütertraining. Da hat man es Hund hat abgewöhnt, Sachen aufzunehmen. Was völlig okay ist, kann man auch wieder viel Geld ausgeben für Seminare. Ich würde den Hund Mocker verpassen. Ganz einfach. Also zumindest, wenn ich in der Großstadt wohne, Hamburg, Berlin, München, wie auch immer, so, wo Stadtparks ist, wo immer viele Hundehasser unterwegs sind, die Gift auslegen, ist das sicherste einfach Mockup drauf. Schlichtweg und einfach so, ne? Weil der Hund hat Mockup drauf, kann nichts passieren. Ich kann natürlich auch meinem Hund beibringen, auch zum Beispiel das Grundstück nicht zu verlassen. Klar, kann ich das machen, ne? Aber irgendwann ist ein Kaninchen, eine läufige Hündin, irgendwas spannend, da geht der Hund trotzdem vom Grundstück runter. Also, was macht man? Zaun drumherum. Genau, weil Zaun, weiß ich, ist fest, ist stabil, ist Material, kann ich anfassen, nichts kann rein, nichts kann raus. Mockup dasselbe, nichts kann rein, ne, raus schon, weil Hund kann atmen. Da bin ich halt immer auf der sicheren Seite, was das betrifft. Na, deswegen ist das auch mit dem Jagdersatztraining so, ne, man kann das machen, ne, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, das läuft irgendwann und dann nachlässig und zack, jagt der Hund dann auch wieder. Ne. Deswegen ist das halt das aller Wichtigste, ne, sich klar zu machen, im Hund das Jagen zu verbieten, bringt nichts. Sondern ich muss akzeptieren, ich habe ein Raubtier. Und dann geht es darum, was muss ich machen, um das Jagen des Hundes so zu kanalisieren, so in Bahn zu legen, dass wir beide, Hund und ich, damit leben können. Der Hund kann das ausleben, über die Beutespiele, und ich kann damit leben, dass ich keinen Stress mit den Behörden kriege, weil mein Hund dann irgendwie Schafe und Katzen oder was auch immer tötet. Okay, gut. Ja, das war eigentlich soweit. Habe ich was vergessen? Nö, doch, das Einzige, was ich vergessen habe, was ich eigentlich nicht vergessen habe, was ich jetzt am Ende bringen wollte, ist nur ein kleiner Exkurs zum Thema Paläoethologie. Das ist also, sind Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit dem Verhalten von Dinosauriern. Wie, die sind da schon seit Millionen Jahren ausgestorben? Woher will man wissen, was die so gemacht haben? Ja, das geht über den Begriff der Konvergenz. Zum Beispiel, wir nehmen einfach mal Moschusochsen. Ne? Die leben dort in Sibirien, große, wehrhafte Tiere. Die bilden so eine Wagenburg, haben die Jungtiere in der Mitte und schützen die Alten, schützen halt nach außen. So, da kommst du halt von außen, als einzelner Räuber kommst du da nicht dran. Hast du schlechte Karten. Wölfe können das durchaus, aber das heißt natürlich auch, dass Wölfe, um da jetzt reinzukommen und da ein Tier abzutrennen, müssen die koordiniert vorgehen. Die brauchen also eine koordinierte Angriffsstrategie. Das bedingt ne, Kommunikation, nonverbale Kommunikation, das heißt Rangordnungen, Hierarchien. Man muss sich kennen, man muss also wissen, was der andere gut kann, was der andere nicht kann, wie der andere wo wie reagiert, damit ich auch entsprechend darauf reagieren kann. Rudel halt, ne? Wisst ihr ja, der Familienverband. So. Das Gleiche hat man auch in gewisser Weise bei Dinosauriern nachgewiesen. Man hat in den USA so eine Gruppe von, ich meine, das waren Hadrosaurier oder was, gefunden. Die hatten so ein ähnliches Prinzip. Ne? Die hatten Jungtiere und so in der Mitte und die Alten waren nach außen und drumherum waren dann Fußspuren und irgendwie Leichen von Raptoren. Die sind irgendwie beim Vulkanausbruch irgendwie durch Gase ums Leben gekommen und dann durch die pyroklastischen Ströme dann irgendwie versteinert oder wie auch immer. Jedenfalls so eine Geschichte. So, und dann kann man sich natürlich wundern. So. Und dann kommen die Wissenschaftler auf die Idee, das mal zu vergleichen. Gib mit den Tieren, die heute lebend, die so ein Verhalten zeigen. Ja, Moschusochsen und Wölfe. Konvergenz.
Und Konvergenz gibt es nicht nur bei Verhaltenssachen, sondern gibt es auch bei körperlichen Merkmalen, um das, den Begriff mal zu erklären. Ihr kennt Delfine, ne? Und ihr kennt Fische. Ne? Delfin ist ein Säugetier, Fische, Knorpelfische, wie auch immer, beide leben im Wasser und es ist halt sinnig, Flossen zu haben. Ne? Weil mit Armen, Beinen schwimmen geht zwar, aber ist auf Dauer nicht sehr effektiv. Deswegen, ne, Taucherflossen, aber da bin ich schneller und beweglicher, als wenn ich nur mit Händen und Beinen fische. Oder Grabheuschrecke und Maulwurf. Ne? Eine Insekt, das andere ist halt ein Säugetier. Beide graben in der Erde, beide haben Gliedmaßen so umfunktioniert, dass sie möglichst effektiv graben können. Auch wieder Konvergenz in der Gestalt, ne? Anpassung an die Merkmale. Dasselbe gibt halt bei Verhaltenssachen auch. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das so war. Aber da die Beutetiere, diese Hadrosaurier, ein ähnliches Verhalten zeigen, diese Wagenburgbildung, wie heute lebende Moschusochsen. Und der einzige, der Moschusochsen, der da reinkommt, die aufbrechen kann, die Wagenburg, um dann Tier abzutrennen oder rauszufangen, sind halt Wölfe. So, und das waren damals dann halt Raptoren. Ne? So, aber wenn die Raptoren genauso gearbeitet haben wie Wölfe, heißt das aber auch indirekt, die Raptoren haben über soziale Hierarchie, nonverbale Kommunikation, Rangordnungen und Rudelstrukturen etc. verfügt, ähnlich wie Wölfe, weil sonst wären sie nicht in der Lage, in der Gruppe gemeinsam so einen Angriff zu starten auf potenzielle Beute. Ne? Paläoethologie, könnt ihr mal googeln, gibt fast so gut wie nichts zu. Ne? Ich habe da mal so ein englischsprachiges Buch oder zwei englischsprachige Bücher mal vor Jahren in den Finger gehabt zu dem Thema, aber da gibt es fast so gut wie nichts drüber, weil das ist eine brotlose Kunst. Keine Sau interessiert, was die Dinosaurier machen, wie die aussehen, ja. Aber Verhaltensweisen, da gibt es irgendwie kein Geld so richtig für, da gibt es relativ wenig. Aber man kann halt so indirekt, ne, über diesen Begriff der Konvergenz Rückschlüsse ziehen, wenn man die Tierarten von Millionen Jahren mit heute vergleicht und stellt dann fest, okay, wenn das heute das Räuberbeuteverhältnis so ist, dann wird das in der Vergangenheit mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch so sein. So, Bombo am Rande, am Ende. Okay, das war's. Bleibt gesund und munter, kommt gut durch den Winter und ja, den einen oder anderen, der das Video sieht, den werde ich ja irgendwann auch demnächst mal wiedersehen, hoffe ich. Ne? Bis demnächst. Tschüss!